Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der Oktober-Variante der Look Fantastic Beauty Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic Beauty Box ist eine Beauty Box aus England, kostet ab 15,50 Euro im monatlichen Abo. Ich habe auch ein paar Codes, die kann ich dir in die Infobox schreiben und hier mal reinschreiben und so weiter und so fort. Dann bekommst du ein bisschen was günstiger und ich bin sehr gespannt. Sie kommt im sonnengelben Design daher und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe Look Fantastic Team. Deswegen kann ich auch in diesem Video die Box, die ich abonniert habe, verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, in der Look Fantastic Beauty Box haben wir 5 Beauty-Produkte, also mindestens 5 Beauty-Produkte enthalten. Schminke und Pflege und ich will reinschauen. Wir haben da auch manchmal spannende Marken drin, die man so einfach noch nicht gekannt hat, ne? Finde ich spektakulär. Und wir haben hier auch immer ein Zitat im Deckel stehen. Lücke gleich Noun. Also das ist ein Nomen. Happiness, good luck, fortune. Also Glück, viel Glück, Glück. Hä? Nee, Freude, viel Glück, Glück. Okay, das steht hier im Deckel drin. Okay, bin ich gespannt. Was ist denn das Motto? Treat yourself, time for your monthly R&R. Was heißt denn R&R? Weiß ich nicht. Also man soll sich auf jeden Fall pflegen. Im Oktober bekommen wir also Pflege. Beauty. Das Heftchen dürfte komplett auf Englisch sein. Ja. Die Produkte sind hier aufgeführt. Spoiler. Und die Preise sind leider nicht aufgeführt, die suche ich euch dann raus. Und dann würde ich mal sagen, hier sind auch noch ein paar, Informationen über Aloe Vera drin und Perfect Spa Bath from Home, wie man zu Hause so seinen eigenen Spa einrichtet und so weiter und so fort. Was im nächsten Monat drin sein wird, im Wert von 30 Pfund von Comfort Zone, die Renight Cream Nourishing Vitamin Cream Night 30 ml. Ne? Das ist schon mal eine Sneak Peek. Denkt auf jeden Fall dran, wir haben den Adventskalender, der aktuell verfügbar ist. Ne? Video kann ich euch mal auch irgendwo verlinken und in der Infobox verlinken, beziehungsweise den Adventskalender. Ich bin aufgeregt, ihr merkt das kaum, ne? Okay, dann haben wir hier die Box, die hier mit einem Seidenpapier erscheint, mit einem Klebi verschlossen ist und den öffnen wir jetzt noch vorsichtig. Und dann... lächeln uns die Produkte an, die da drin enthalten sind. Und wir sehen, wer mich kennt, ein Produkt, was ich toll finden werde, ein Produkt, was ich nicht toll finden werde. Wir fangen mal mit dem Negativen an. Komm, was soll's. Wir haben Scrunchie hier drin. Von The Vintage Cosmetic Company Hair Scrunchies. Es sind 2 Stück. Soft Satin Prevents Snagging. Also ja, okay, es ist einfach mal, es sind 2 gelbe Scrunchies. Die passen zur Box, ja. Gelb steht mir auch, ja. Aber Scrunchies und ich, wir sind einfach nicht die allerbesten Freunde des Universums, ne? Deswegen lege ich die einfach mal zur Seite, ne? Ich weiß nicht, ob ich die behalten werde oder nicht, eher weniger. Jetzt kommen wir zu dem, was ich gut finde, und zwar ist es von The Ritual of Mehr. Das ist mega, mega, mega. Toller Duft, passt jetzt auch so in den Herbst rein und auch in den kommenden Winter. Für mich ist der Herbst einfach eine Jahreszeit, die ich gefühlt überspringe, mental, weil ich einfach jetzt schon Adventskalender-Unboxings mache und schon voll im Dezember quasi mental so drin bin und überhaupt nicht drüber nachdenke, dass jetzt Herbst ist, zumal ich den Herbst auch gar nicht so mag, weil die Tage werden kürzer und irgendwie ist es alles immer so rough, hier, nicht rough, doof draußen halt, ne, so hartes Wetter und so. Naja, auf jeden Fall haben wir hier die Loving Body Cream mit 70 ml drin enthalten und da haben wir Zedernholz und süße Orange als Duft. Und ich durfte schon durch die diversen Beautyboxen, die bei mir so einziehen, verschiedene Produkte aus der Reihe probieren. Ich hatte den Duschschaum, ich hatte den Cremeschaum, hat mir sehr gut gefallen. Und die Body Butterse von Rituals mag ich auch sehr gerne, weil die so schön reichhaltig sind. Und dieser Duft, das ist immer so Spa und es riecht auch so angenehm. Und darüber freue ich mich gerade mega. Wir haben übrigens mehr als nur 5 Produkte hier drin, denn jetzt habe ich in der Box noch 4 weitere Produkte drin. Ich nehme jetzt hier mal was von Philip Kingsley raus. Ein Bond Builder Split End Remedy 20 ml. Und das wird dann dafür da sein, dass man quasi für die Haarspitzen, dass man das da reinmachen kann und dass die Haarspitzen gepflegt werden und gepflegter aussehen.
und es nicht mehr so spitzig aussieht. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich sowas, rieche ich nichts raus, weil ich sowas auch tatsächlich brauche. Ich schneide relativ selten meine Haare oder lasse sie auch relativ selten schneiden. Ich weiß echt nicht, wann ich das letzte Mal einen Friseur von innen gesehen habe. Also Friseurladen. Müsste ich mal wieder hin. Ich habe noch von meinem Geburtstag vom Mai einen Gutschein von meinen Mädels. Ja, mega, finde ich toll. Passend für mich tatsächlich. Dann haben wir hier etwas drin von Dr. Botanicals Two Mask mit Turmeric. Richtig cool, ich liebe Masken. Superfood Restoring Treatment Mask, 30ml haben wir hier drin enthalten. Das finde ich klasse. Die Tube ist auch prall gefüllt, das finde ich immer sehr sympathisch, ne? Und da werde ich mich drüber freuen. Das wird ja für das Gesicht sein, denke ich mal. 2 bis 3 Mal pro Woche, 20 Minuten lässt du es auf dem Gesicht. Und finde ich toll. Finde ich wirklich toll. After Cleansing, Toning and Exfoliating. Okay, also nachdem ich mein Gesicht gepeelt habe, also ist das für mich sowas für Dienstags und Freitags, wo ich eh mein Peeling Day habe, ne? Cool, das finde ich cool. Wie oft sagt sie cool? Sehr häufig. Dann habe ich etwas von Superteuer. Von Superteuer, wer kennt es? Die Marke Superteuer. Irgendwann sollte es mal die Marke Superteuer auf dem Markt geben, fände ich witzig. Laboratories Filorga Oxygen Glow, eine Super Perfecting Radiance Cream mit 15ml. Strahlkraft fürs Gesicht kann ich immer gut gebrauchen, mag ich super gerne. Wenn ich mich schminke, dann verwende ich auch gerne Foundation, also ein Primer vor allem, der Glow gibt. Eine Foundation, die Glow gibt. So matte Geschichten mag ich nicht, weil ich eine trockene Haut habe. Jetzt gerade bin ich auch schön gepflegt, wie man sieht. Also ich habe keine Foundation drauf. Ich habe nur Mascara und ein bisschen Eyeliner in Braun oben drüber, ne? Aber ansonsten habe ich nichts an Pflege in meinem Gesicht. Und ich liebe es, wenn ich Glow habe. Es ist einfach so, ne? Deswegen, tolle Geschichte. Wird bestimmt super hochpreisig sein. Aber sowas mag ich einfach, ne? Wenn wir sowas in die Box reinbekommen, weil wir 15,50 Euro bezahlen. Und dann freut man sich halt drüber, wenn man halt so Knallerprodukte bekommt. Jetzt habe ich hier ein Produkt von eCooking und zwar das Normal to Oily Skin. Das ist leider nichts für mich, weil ich eine trockene, sensible Haut habe. Cleansing Gel, Gentle Cleansing, 125ml. Und da ist ein Pumper mit dran, finde ich klasse. Und eCooking ist eine Marke, die ich sehr gut vertrage, mag ich echt gerne leiden. Mit Vitamin E, das ist das Schönheitsvitamin, sagt man ja immer so schön. Und Gurkenextrakt. Hört sich echt total toll an. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass es tatsächlich nichts für mich ist. Vielleicht probiere ich das mal aus. Ich meine, dass ich das auch schon mal hatte und da auch gesagt habe, muss ich mal ausprobieren eigentlich, ne? Finde ich eigentlich ganz nett, dass wir das mit drin haben. Ich vermisse nur ein bisschen die dekorative Kosmetik, aber uns ist ja auch schon von Anfang an gesagt worden, hey, hier hast du eine Pflegeportion für dich, ne? Mir persönlich hat die Box eigentlich gut gefallen. Wir werden hier einen krassen Wert drin haben. Ein paar Produkte, die ich jetzt eher weniger verwenden werde, aber einen Großteil der Produkte verwende ich, mag ich, finde ich ansprechend und deswegen freue ich mich. Krasser Wert höchstwahrscheinlich auch mal wieder mit drin, wegen Filorga und wegen E-Cooking definitiv, ne? Und vielen, vielen Dank an das liebe Look Fantastic Team für die Zusendung der Box, dass ich die Möglichkeit habe, das hier vorzustellen und auch eine Box zu verlosen. Und denkt auf jeden Fall dran, unten in der Infobox super viele Sachen verlinkt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!